Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in Bielefeld im tiefsten NRW. Und in meinem Podcast bzw. in meinem Vlog geht es ums Stricken und Wolle und Begleitthemen, die ich manchmal erläutere, weil ich nicht anders kann. Ich habe einen akademischen und, ja, ich sag mal, wissenschaftlichen Hintergrund. Deswegen neige ich, und auch wahrscheinlich so eine Denkweise, deswegen neige ich stark dazu, Sachen zu analysieren, zu reflektieren und ja, sie in so Schubladen zu stecken, ohne dass ich Menschen in Schubladen stecke. Es geht mir mehr um Sachen und Projekte. Ja, ich stecke sie gerne in Schubladen und analysiere. Und deswegen kommt es manchmal dazu, dass ich ja so eine Art theoretische Folgen oder Abschnitte mache in meinen Folgen, in denen ich irgendwelche, weiß nicht, erläutere, wie die Arbeit von Strickdesignern und Übersetzern von Strickanleitungen, wie sie ähnelt zum Beispiel, ja, oder ich habe ja auch mal eine Studie gemacht zu verschiedenen Kategorien oder Kriterien, Faktoren bei Seidenmohergarnen, die ich so durchgetestet habe. Diese Studie müsste ich glaube, das war Folge 4. Und diese Studie müsste ich mittlerweile neu aufsetzen bzw. aktualisieren, weil noch weitere Silk-Mohairs oder Seidenmohairs hinzugekommen sind, die ich jetzt ausprobiert habe. Das kann ja nicht schaden, wenn eine Studie immer wächst und immer mehr Informationen beinhaltet. Ich überlege mir, und das wird bei dieser Folge auch so sein, dass ich den Podcast nicht so linear gestalte, also sprich mich hingesetzt und alles gezeigt, was ich zeigen wollte und alles gesagt, sondern ich werde die Folge zusammenschneiden. Ich probiere also ein richtiges Vlog-Format aus, weil bestimmte Sachen kann man besser zeigen, wenn man den Hintergrund wechselt und sobald man aufsteht und anfängt, Sachen umzubauen, kann man natürlich die Folge nicht mehr so am Stück aufnehmen. Man muss schneiden und so werde ich bei dieser Folge das auch machen. Also der Plan für diese Folge ist folgender. Am Hintergrund erkennt man, dass wir uns als erstes neben organisatorischen Sachen auch meinem Frühjahrsputz widmen werden. Ich mache ja in meinen Strickregalen eine Inventur. Ich habe alle Projekte, die ihr wahrscheinlich in meinen letzten Folgen gesehen habt, die bei mir in Arbeit waren, also Projekte, die in Arbeit waren, habe ich alle auf einen Haufen geworfen und arbeite diesen Haufen mit euch zusammen ab, sodass ich überhaupt weiß, was ich alles noch unfertig habe. Und was ich davon zu Ende stricken möchte und was nicht, also der Haufen ist recht klein, der übrige Haufen, den werde ich versuchen heute durchzugehen. Ich bin nicht ganz optimistisch, dass ich es schaffe, aber viel wird es nicht bleiben. Wir werden also meinen Frühjahrsputz weitermachen oder vielleicht sogar beenden. Dann sage ich noch ein paar organisatorische Sachen, wie ich eben gesagt habe, beziehungsweise Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt zeige, sondern halt über Ereignisse erzähle. Das heißt, ich spreche
über meine unfertigen Projekte, ich spreche über mein Frühjahrsputz Karl. Genau, und dann spreche ich ein bisschen über meinen Patreon-Kanal, da gibt es nämlich was Neues. Und dann wird wahrscheinlich dieser Abschnitt des Videos vorbei sein. Ich werde noch weitere Videos reinschneiden, in denen ich meine fertigen Projekte zeige. Ich arbeite nämlich wirklich sehr intensiv im Rahmen meines Frühjahrsputzkalls. Und dann muss ich schauen, ob die Folge nicht zu lang ist. Ich werde dann sie irgendwann bearbeiten und gucken, ob ich noch weitere Abschnitte aufnehme, in denen ich darüber spreche, was ich gerade aktuell am aktivsten stricke. Ja, ich arbeite ja, genau, wir gehen mal direkt zu meinem Frühjahrsputzkall über, bevor ich, also die organisatorischen Sachen. Ich bin wirklich aktiv in meinem Frühjahrsputzkall. Es gibt ja auch, also das ist ein Kall, also Knit-Along, gemeinsames Stricken, den oder das ich auf Instagram und auf Ravelry, ja, mit euch zusammen organisiere. Auf Instagram könnt ihr euch beteiligen, indem ihr einfach nur eure ja, Prozesse, wie ihr mit einem Haufen von unfertigen Projekten umgeht. Ihr könnt diese auf Instagram teilen mit Fotos und dem entsprechenden Tag. Und dieser heißt Frühjahrsputzkall von Ilona. Alle Infos stehen übrigens in der Beschreibung hier unten. Und auf Ravelry könnt ihr euch beteiligen, indem ihr meinem Forum oder so ein Gruppenforum ist das, beitretet. Auch dazu stehen Infos in der Beschreibung. Und da könnt ihr auch mit Fotos und Texten euch beteiligen. Ich meine, auf Instagram kann man auch Texte schreiben, aber da, naja, werden sie weniger gelesen, glaube ich. In diesem Gruppenforum auf Ravelry können ausführlichere Texte geschrieben werden oder können bessere Fragen oder bessere Fragen können besser gestellt werden. Und dann, wenn ich oder jemand anderer sie beantwortet, dann können die anderen mitlesen, sodass das aus meiner Sicht ein etwas besserer, inhaltlich tieferer Austausch ergibt. So, und ja, insgesamt sind wir da noch nicht so viele, was auch weder gut noch schlecht ist. Man kann sich natürlich besser austauschen und ich und noch eine Teilnehmerin teilen relativ regelmäßig Informationen über unser Vorgehen und unsere fertigen oder noch unfertigen Projekte, die wir so gefunden haben. Genau, also ihr seid herzlich eingeladen, auf beiden Plattformen teilzunehmen. Und ich persönlich habe mir ja das Ziel gesetzt, das steht auch alles auf Ravelry ganz ausführlich beschrieben, wie ich da vorgehe und es werden Fragen gestellt, wie, also an euch, wie ihr vorgeht. Und mein Vorgehen oder meine Idee war und ist, dass ich versuche im Laufe des Jahres, der Karl geht auch bis Ende des Jahres 2024, meine unfertigen Projekte, mein Haus zittert ein bisschen. Ja, irgendwo wird was Großes gemacht, wahrscheinlich in einem anderen Garten. Also es wird so langsam fängt man an, in Gärten was zu machen. Ich habe auch was vor. Aber wieder zum Stricken. Ja, also mein Ziel war und ist, dass ich jeden Monat zwei oder möglichst drei Projekte fertigstelle, indem ich sie zu Ende stricke oder ribbele. Und wenn dieser Plan jeden Monat erfüllt ist, oder also in einem Monat, ja, wir befinden uns jetzt im Februar, wenn ich im Februar meine geplanten zwei oder drei Projekte fertigstelle, dann darf ich was Neues anschlagen. Das Ziel ist, dass auch wenn ich jeden Monat was anschlage, die Anzahl zum Ende des Jahres zumindest halbiert ist, die Anzahl meiner unfertigen Projekte. Im Moment sind wir übrigens auf Ravelry, also ich habe nicht alle unfertigen Projekte auf Ravelry eingetragen. Zum Beispiel sind die Socken oft nicht drin oder so ganz kleine Sachen oder meine Designs, wenn ich sie anfange und noch nicht teilen möchte, also noch geheim sind, sage ich mal. Die lege ich auch nicht unbedingt auf Ravelry an oder zumindest nicht so, dass sie sichtbar sind. Aber im Prinzip, die meisten unfertigen Projekte von mir sind auf Ravelry jetzt abgelegt und erfasst und für euch einsehbar. Und da sind, glaube ich, 42. Und gleichzeitig habe ich mittlerweile sechs fertiggestellt, beziehungsweise fünf davon waren vorher, also tatsächlich Teil des Frühjahrsputzes. Und ein
Projekt habe ich neu angeschlagen und fertiggestellt. Ja, also 2 oder 3 Projekte pro Monat fertigstellen, ein anschlagen, sodass am Ende des Jahres von 42 21 Projekte übrig sind, beziehungsweise 21 neue Projekte da sind. Das sind nicht unbedingt 3 Projekte, die ich pro Monat fertigstellen möchte. Tut mir leid für die lange Einführung übrigens. Oder tut mir leid wegen der langen Einführung. Also warum sind das nicht zum Beispiel 3, also als eine feste Zahl? Weil die Projekte sind natürlich in unterschiedlichen Phasen ihrer Bearbeitung. Es gibt auch einige Decken bei mir. Ich habe ja auch schon einige gezeigt. Und wenn ich mit einer Decke gerade erst vor ein paar Monaten angefangen habe und nicht weitergekommen bin, dann dauert es natürlich vielleicht unter Umständen auch länger als einen Monat, sie fertigzustellen. Ja, und das ist ein Raum für Freiheit und Kreativität. Und ich möchte mich jetzt nicht unter den Druck setzen, einen Monat lang an einer Decke zu stricken, nur um unbedingt auf die Zahl 3 zu kommen. Das heißt, also ich lege mir eine Decke fest, also jetzt ohne, dass ich jedes Mal darüber rede, habe ich mir festgelegt, an welcher Decke ich ja als erstes arbeite. Und dann stelle ich parallel verschiedene andere Projekte fertig und stricke auch parallel an dieser Decke. Wenn ich sie in den nächsten Monat mitnehme und dann erst fertigstelle oder im übernächsten Monat, dann ist das so. Ja, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht einen Monat lang an einer Decke stricken, nur um irgendwie diese Decke loszuwerden. Es ist okay, dass ich an Decken weiterhin recht langsam arbeite. Im Moment arbeite ich übrigens an meiner Sweatshop Blanket von Laura Penrose. Die ist auch auf Revelry verlinkt, also ihr findet sie. An der stricke ich zum Beispiel jeden Morgen ja, so 10 Minuten, also wenn ich mal Zeit habe, um meinen Kaffee zu trinken. In Ruhe, in meinem Lieblingssessel. So, genau, das war zum Frühjahrsputzkahl. Also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, mit mir teilzunehmen. Und es freut mich nach wie vor sehr. Es gibt auch zumindest eine Zuschauerin, die auch sehr, sehr viele Projekte hat, also auch so um die 40, glaube ich. Das beruhigt mich. Also ich bin nicht die Einzige, die, naja, so einen Drang zu neuen Projekten hat, die sie dann nicht unbedingt schnell fertigstellt. Aber ihr werdet in dem Abschnitt, wo ich fertige Projekte zeige, sehen, ich habe einige fertiggestellt. So, genau das war dazu. Dann gibt es ja nur die Verlosung. In der letzten Folge, in Folge 56 müsste es sein, habe ich eine Verlosung verkündet, weil also mein Kanal ja, die 2000 Abos-Marke geknackt hat, endlich nach jahrelanger harter Arbeit. Nein, das war ja auch nicht mein Ziel, irgendwie total groß zu werden als YouTube-Kanal. Es geht mir mehr wirklich um Austausch, ja. Und ich stelle mir vor, dass wenn man, weiß nicht, Tausende, nee, ich habe ja auch ein paar Tausend, aber wenn man Dutzendtausende von Abos hat, dass der Austausch dann schwieriger wird. Zumindest, also natürlich kann man immer mehr erzählen, man kann viele Videos produzieren, aber wenn viele kommentieren, was ja gewünscht ist, dann braucht man sehr viel Zeit, um die Kommentare zu beantworten. Und die Zeit habe ich leider nicht mit Kind, Job, naja, 3 Jobs. Nicht, weil ich unbedingt 3 Jobs haben müsste. Ich hätte auch einen einfach nur länger machen können. Aber ich brauche halt auch bei Jobs Abwechslung. Und ja, deswegen habe ich halt verschiedene Jobabschnitte oder Jobbereiche, in denen ich aktiv bin. Und das verlangt aber natürlich alles relativ viel Zeit. Und die Verlosung läuft bis heute, meine ich. Also ich nehme am 29. Februar auf. Das heißt, in dieser Folge werde ich noch nichts auslosen. Nach dem 29. Februar werde ich dann alle Kommentare ja, lesen, prüfen sozusagen, ob die Bedingungen erfüllt sind. Ich habe noch eine Auswertung vor. Ich fand sehr, also
Die Informationen von euch, die in den Kommentaren stehen, finde ich sehr spannend. Das war nicht mal meine Idee, als ich gesagt habe, was die Konditionen sind. Aber als ich dann angefangen habe zu lesen, dachte ich, boah, das ist wirklich interessant, was da drin steht. Und das werde ich mir genauer angucken. Und dann läuft halt die Verlosung. Und in der übernächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich die Gewinnerin oder den Gewinner verkünden. Ja, das war's zu der Verlosung. Dann wollte ich noch was über meinen Patreon-Kanal sagen. Also hier schreibe ich meine Patreon-Seite auf. Ihr könnt meinem Patreon-Kanal beitreten. Hat meine Lampe gerade geflackert? Oder nicht? So, ihr könnt meinem Patreon-Kanal beitreten. Es gibt eine Möglichkeit, eine kostenlose einwöchige Mitgliedschaft zu machen, ja, so dass man schauen kann, was es auf dem Kanal so gibt und ob man bleiben möchte. Man kann auch einfach nur als kostenloser, nee, genau, das war eine Testmitgliedschaft. Dann gibt es eine kostenlose Mitgliedschaft, da kann man den Kanal einfach nur abonnieren, sieht dann aber nur öffentliche Posts. Also es gibt immer wieder öffentliche Posts, zum Beispiel werden alle Videos auch öffentlich gepostet, zuerst, also 24 Stunden vor der öffentlichen vor der Veröffentlichung werden sie nur für Patreon-Mitglieder gepostet von mir und dann schalten sie sich frei für alle auf YouTube und auf Patreon. Aber es gibt auch andere öffentliche Posts, die ich auf Patreon mache und man sieht immer die Teaser von anderen Posts, also die gesperrt sind für kostenlose Mitglieder, aber sichtbar für also Mitglieder, die mit einer Gebühr beigetreten sind. Und mich unterstützen. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an meine Patroninnen, die ich mittlerweile ja quasi fast schon, also teilweise zumindest, persönlich kenne. Es gab ja schon einen Online-Stammtisch, das ist zum Beispiel eine der Leistungen, in Anführungszeichen, im Rahmen dieses Kanals, dass wir in relativ unregelmäßigen Abständen Online-Stricktreffs machen und uns dann wirklich direkt austauschen können und uns sehen können und über uns erzählen oder halt uns gegenseitig über Strickthemen austauschen können. Und neuerdings, jetzt komme ich endlich auf den Punkt, neuerdings habe ich eine Kooperation mit Pia Trans à la 50 Fabulous. Das ist eine dänische Designerin, die wirklich schöne, auf der einen Seite klassische, auf der anderen Seite moderne Designs, Strickdesigns macht. Sie macht vorwiegend Oberteile, also Pullover und Cardigans und Tücher. Und ja, im Rahmen dieser Kooperation erstelle ich Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche für ihre Strickanleitungen. Diese Übersetzungen können bei ihr im Ravelry Store und vielleicht auch der Internetseite, das weiß ich nicht, gekauft werden. Aber meine Patreon-Mitglieder bekommen meine deutschen Übersetzungen von ihren englischsprachigen Anleitungen im Rahmen der Mitgliedschaft, ja, und müssen nichts extra zahlen, ja, bekommen quasi frei Haus geliefert. Es gibt auch seit gestern, habe ich auch schon die erste Übersetzung hochgeladen, für den Knit with No Name Cardigan. Ja, also falls ihr Interesse an ihren Anleitungen habt, gerne da bei mir oder bei ihr im Store halt schauen. Das wollte ich jetzt nur hier auch ankündigen. Ja, genau. Das war dieses Thema. Und dann kommen wir jetzt endlich zu meinen unfertigen Projekten. Ich gucke mal auf die Zeit. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Genau. Dann gehe ich mal durch. So, wir haben hier auch wieder ein sehr langjähriges Projekt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in meinem Podcast gezeigt. Das ist der Childhood Pullover von Anke Strick. Das ist gleichzeitig auch, ist Anke Strick. Sie hat ja auch einen richtigen Namen, aber leider sehe ich den hier nicht. Ich kannte ihn auch, aber im Moment komme ich nicht da drauf. Ja, genau, das ist also so ein Pullover. Ich weiß gar nicht, was ich zeigen soll noch. Ja, mit so einem süßen Stehkragen, mit einer interessanten Konstruktion und mit so Designelementen. Und ich bin eigentlich schon relativ weit.
Und zwar schon sehr lange relativ weit. Ich stricke aus so einem Tweedgarn. So hier, das ist ja die Schulterkonstruktion. Also man strickt quasi flach eine Schulter und gleichzeitig strickt man aber den Körper und nimmt dann in jeder Reihe Runde zu. Ja, so sieht das hinten aus. Ja, bei mir sieht das halt so aus. Ich bin mit dem Körper fertig, wie man sieht. Und den armen Ärmel habe ich wirklich mehrfach versucht zu stricken. Und irgendwie, gut, das Garn ist ungleichmäßig. Und mit so kurzen Rundstricknadeln kam ich irgendwie zwischendurch mal nicht klar. Dann habe ich versucht, mit Magic Loop zu stricken. Und dann konnte man aber den Unterschied sehen. Also habe ich alles wieder geribbelt und stricke wieder mit runden. Mit einer kurzen Rundstricknadel und hoffe, dass ich irgendwie weiterkomme. Das Ganze sieht recht schmal aus hier. Das liegt aber daran, dass der Pullover so eine Art, wie heißt das? Abgeschnittene Schulter? Nee. Also auf jeden Fall wie so ein halt T-Shirt. Also wie heißt denn das? Irgendwas mit geschnitten. Also meine Schulter endet hier und die Schulter am Pullover geht noch weiter. Ja, das heißt, der Ärmel fängt erst hier irgendwo an. Ja, irgendwo hier vielleicht. Ja, und das ist okay, wenn er ein bisschen schmaler ist. Ich hoffe zumindest. Ich habe ihn gestern anprobiert, der passt. Eventuell werde ich den Körper noch länger stricken müssen, weil der Körper ist irgendwie doch zu kurz. Oder ich muss mal schauen, womit ich das trage. Das Garn fühlt sich sehr angenehm an. Das ist dieses hier, Giles Tweed. Das ist ein irischer, meine ich, Hersteller. Zumindest ist, ich glaube, jemand hat mich mal korrigiert und sagte, das ist ein dänischer Hersteller. Der Name würde auch darauf hindeuten. In jedem Fall steht hier Made in Ireland, also gemacht in oder produziert, hergestellt in Irland. Da sind 100% Wolle. Ich dachte deswegen auch, dass es irische Wolle ist. Vielleicht ist es nicht der Fall. Und das sind 190 Meter auf 50 Gramm. Und die Farbe kann ich leider nicht sehen. Müsste bei mir auch auf Ravelry drinstehen, weil ich die Farbe hinzugekauft habe. Noch so. Und man sieht, das ist ein sehr schönes Grau mit so dunklen, ja, quasi dunkelgrauen Tweedstückchen. Wirklich ein sehr angenehmes Garn. Aber das Gestrick ist halt relativ uneben. Und ja, man muss schon sehr eben stricken können. Und das hatte bei mir irgendwie beim Ärmel nicht so gut geklappt, um den fertig zu, oder damit das der Stoff, der Strick, Gestrick, das Gestrick auch gleichmäßig aussieht. So, aber mir gefällt der Pullover und ich werde ihn zu Ende stricken. Ich stricke mit der Nadel, genau, das ist natürlich auch noch mit der Grund, warum es so lange dauert. Ich stricke mit der 3, glaube ich. Nee, 2,5. Das kann doch nicht sein. Also hier steht 2,5. Ah, nee, 3,25. 3,25. Genau. Mit der 3,25er, das geht irgendwie recht langsam. Ich weiß nicht. Naja, habe ich aber vor, weiter dran zu arbeiten. Ich werde ihn fertigstellen. Irgendwann, hoffe ich. So, auf den Pulloverhaufen damit. Dann muss ich das hier abhandeln, weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe hier, das ist es gar nicht, leider keine Anleitung und ich weiß auch nicht mehr, von wem das ist. Ich habe aber die Infos zum Garn. So, ich stricke hier an fingerlosen Handschuhen oder so mittens. Ich bin mit einem Jahr schon fertig. Das ist ja die falsche Hand. Die sind so angedacht, dass sie recht lang sind, ja, damit man sie dann halt so gemütlich zusammenfalten kann. Ich bin ja, ui, ich bin hier fast komplett fertig, nur der große Finger noch nicht beendet. Ja, ich habe ewig gebraucht für einen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil das so ein bisschen wie bei Socken relativ langweilig ist für mich. Und bei dem zweiten bin ich ja noch nicht mal an dem großen Finger angekommen, an dem Daumen. Nicht mal am Daumen angekommen, meine Güte. Ja,
Auch das stricke ich mit einer kurzen Rundstricknadel und ich glaube, das ist nicht meins. Ja, ich habe relativ große Hände, habe ich ja schon gezeigt, man sieht das. Also relativ breite Hände. Und ja, es ist halt einfach unbequem. Ich muss zu einem Nadelspiel wechseln, weil mit Nadelspiel habe ich gesehen oder habe ich gemerkt, so bei den letzten Socken geht es bei mir schneller. Ich habe auch damals, als ich Sockenstricken gelernt habe, das habe ich ja bei meiner Oma abgeguckt und sie hat immer mit einem Nadelspiel gestrickt. Und jetzt bin ich in den letzten Wochen quasi wieder zum Nadelspiel gekommen. Ich habe mir mehrere Nadelspiele nachgekauft in Holz. Und ja, muss sagen, das macht viel mehr Spaß als Magic Loop oder runde Stricknadeln bei Socken irgendwie. Im Moment zumindest. So, und das Garn sieht im Knäuel so aus. Ich habe das damals als ein Strickkit gekauft bei Maschenfein. Ist ein Online-Strick. Handel, sag ich mal, in Berlin. So, und das Garn ist wirklich sehr schön. Das ist Wool Local von Erika Knight. Britische Wolle, soweit ich weiß. 450 Meter auf 100 Gramm. Ja, also relativ dünn. Soweit ich weiß, nicht Superwash und auch ein bisschen, ja, so trocken. So ein bisschen griffig auch, aber für mich und gerade für die Hände auch sehr angenehm. Das Garn ist wirklich sehr schön. Nur, wie gesagt, muss man sich gut überlegen, was man damit strickt. Und das stricke ich wahrscheinlich mit. Uiuiui, das sind auch nur so diese kurzen, ganz kurze Nadeln. Ja, also das ist mein Finger zum Beispiel und das ist die Nadel. Das ist, ich glaube, ich muss umstellen. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, mit welcher Nadelstärke ich stricke. Ich glaube mit 2,75. Ja, mit 2,75. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich ein Nadelspiel in dieser Stärke gekauft und ja, müsste umstellen. Auf jeden Fall, habe echt gezweifelt, ob ich die weiter stricken soll. Weil es mir echt keinen Spaß macht. Ich will sie tragen, aber ich möchte sie eigentlich nicht stricken, aber ich glaube, ich muss das machen. So, dann habe ich hier noch etwas, was ich ribbeln werde. Yay! Ich wollte hier so ein Kaul oder so ein Kragending stricken und habe dooferweise da so einen komischen Streifen eingefügt und damit habe ich mir komplett die Lust verhagelt, das weiterzumachen. Ja, die Idee war, dass ich einfach nur so einen sehr breiten, kurzen Schlauch stricke, den man dann so ja, wie heißt das, umschlingen kann, verdrehen kann und halt über den Hals, ja, über den Kopf ziehen kann. Das Garn ist eins meiner Lieblingsgarne. Das ist Fleece von West Yorkshire Spinners, also 100% Blue Face Leicester. Ja, und ich habe ja ein Handschuhdesign aus diesem Garn gemacht. Das sind, also ich schreibe hier wieder, worum es geht. Das sind die Hygge Mittens von mir, die diesen Winter erschienen sind, die auch noch auf Ravelry und auf Etsy gekauft werden. Also nicht die Handschuhe, die Anleitung kann gekauft werden. Und dazu wollte ich schnell mal ein, ja, irgendwie ein Hals-Accessoire fertigstellen. Und mit schnell mal wurde nichts, weil es natürlich auch recht langweilig ist. Also werde ich zumindest, ach, ich werde wahrscheinlich entweder komplett ribbeln oder bis hierhin ribbeln, weil dieser rosa Streifen mir überhaupt nicht gefällt. An der Stelle. Ja, also ich finde die Farbe gut, aber das ist, also diese braune Farbe finde ich so ernst irgendwie, zwar kuschelig und natürlich, aber ernst. Und das ist so fancy. Ja, die passen stilistisch nicht zusammen, finde ich. So, das werde ich also irgendwie zumindest zum Teil ribbeln. So. Dann haben wir hier auch etwas, was ich eigentlich ribbeln wollte, aber mache ich nicht. Die Decke habe ich sie schon im Rahmen des oder Frühjahrsputzes gezeigt. Nee, ich glaube nicht. Ja, hier hat sich nichts verändert. Ja, ich stricke hier noch eine weitere Sweatshop Blanket.
für ein Kind einer guten Freundin von mir. Also letztes Jahr war es noch ein Baby. Das sollte eine Babydecke werden. Das war aber letztes Jahr. Genau, dieses Jahr ist es wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern mittlerweile ein Kleinkind. Also sollte ich das etwas größer machen. Bei dieser Switch-Up-Blanket-Version mache ich die Quadrate etwas größer als bei meiner. Ja, in der Hoffnung, dass es schneller geht, aber es geht trotzdem recht langsam, weil natürlich alles sehr eintönig ist. Ja, aber ich habe vor, die Decke auch fertigzustellen. Die stricke ich mit etwas dickeren Nadeln auch, mit 4,5, oder? Mit 4,5, mit Canggu-Nadeln. Und das Garn, das ich verwende, ist Filcolana Avetta. Das ist quasi die Hauptfarbe, so ein ganz helles Beige, so ein recht natürlich aussehendes. Irgendwie ist das unscharf. Ja, so ein bisschen. Nee, so schärfer kriege ich es nicht hin. So. Das halte ich doppelt, ja, durchgängig. Ich habe ganz viele verschiedene Farben von Filcolana Avetta, ja, habt ihr gesehen, und versuche sie hier auch zu verwenden, weil eigentlich ist das ein Sockengarn. Es ist auch wirklich sehr angenehm beim Anfassen. Es ist gleichzeitig flauschig und ja, gut, also fest, kann gut, hält gut. Aber es ist recht dünn. Ich guck mal, es sind also 80% Superwash Merino und 20% Polyamid. Und das sind 210 Meter auf 100 Gramm. Ja, und für Socken, ich habe schon mal das Garn in Socken verwendet. Ich finde das, ja, wie Superwash halt so ein bisschen quietschig. Ja, und habe sehr viel in meinem vorletzten Dänemark-Urlaub gekauft davon, weil ich dachte, boah, das fühlt sich ja so gut an. Und zu Hause festgestellt, ich kann damit nicht so viel stricken, weil ich dieses quietschige Superwash Merino nicht so gerne mag. Und ja, deswegen geht es vielleicht nicht so schnell voran. Aber auch da habe ich vor, die Decke fertigzustellen. Apropos Superwash und Non-Superwash, eine von euch hat mich in einem Kommentar gefragt, was denn jetzt eigentlich der detaillierte Unterschied ist. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das sinnvoll zu recherchieren. Natürlich habe ich darüber schon mal gelesen, deswegen weiß ich, wie es heißt und deswegen mache ich für mich einen Unterschied, aber so hochwissenschaftlich kann ich es nicht erklären. Ich kann es aber ganz kurz zusammenfassen, vielleicht hilft das ja auch schon. Normalerweise ist Schafwolle nicht Superwash, wenn sie vom Schaf kommt. Ja, wenn man damit keine chemischen oder wie soll ich sagen, also wenn man das quasi auf herkömmliche Art und Weise bearbeitet, man schert das Schaf, man wäscht die Wolle, man sortiert sie, man kämmt sie, man bereitet sie aufs Spinnen vor, man spinnt verzwirnt und strickt, dann kann die Wolle, also dann ist die Wolle nicht superwash, dann ist sie ganz natürlich und sie behält alle natürlichen Qualitäten der Schafwolle. Sprich, sie ist nicht neutral, sondern sie ist klimatisierend am Körper. Ja, das Schaf muss ja auch irgendwie in der Hitze und in der Kälte, je nach Herkunft, überleben. Ja, und so, wenn wir dann Non-Superwash Schafwolle tragen, dann und es zu warm ist, dann kühlt sie ein bisschen ab. Also dann reguliert sie naja, das Mikroklima hier an der Haut. Wenn es kalt ist, dann wärmt sie. So, wenn man aber, sie ist aber nicht in der Maschine waschbar normalerweise. Also zumindest war sie früher nicht in der Maschine waschbar. Mittlerweile die modernen Waschmaschinen können ganz gut auch Non-Superwash-Wolle waschen, habe ich gehört. Ich riskiere das aber nicht. Ja, die Wolle würde verfilzen. Ich wasche übrigens alles mit der Hand, außer Socken. Ja, also wenn die Socken aus Superwash-Wolle sind, dann wasche ich sie ganz normal in der Maschine. Da kommen wir auch schon zu dem großen Unterschied oder zu der Zielsetzung der Superwaschung, sage ich mal, bei der Wolle. Ja, irgendwann kam man auf die Idee, die herkömmliche Wolle, egal versponnen oder nicht versponnen, oder also quasi noch als Faser, etwas chemisch zu bearbeiten. Ja, man kann auf irgendeine Weise, das ist nämlich der Punkt, wo ich nicht so recherchiert habe und noch nicht so ja, wissenschaftlich sprechen kann.
Man kann aber Wolle auf eine bestimmte Art und Weise hämisch bearbeiten, so dass die Faser quasi geglättet wird. Und ja, nicht mehr stark oder gar nicht mehr verfilzen kann, wenn sie zu heiß oder heiß und kalt gewaschen wird. Ja, weil sie glatter ist. Da gibt es halt weniger ja, Faserelemente sozusagen, die sich verhacken können ineinander und ja, immer mehr verhacken und dann verfilzt die Wolle. Ja, dieses Verhacken ist ja quasi das Verfilzen und das kann die Superwash-Wolle nicht mehr, weil die Fasern, die einzelnen Härchen quasi geglättet sind. Also da wird irgendwas chemisch ja, abgeschrabbt. So. Und das macht die Superwash-Wolle in der Maschine ohne Probleme waschbar. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie, wenn man sie quasi kochen würde und dann kalt und heiß und so, was dann passieren würde. Wahrscheinlich wie bei jeder Faser würde das irgendwie was Negatives bewirken. Aber so bei normalem Waschgang, bei 40 Grad oder bei vielleicht auch bei 60, das steht immer auf der Banderole, darf man die Wolle waschen. Ich gucke mal, was auf dieser Banderole zum Beispiel steht. Und da muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendwas verfilzt oder irgendwie was passiert. Die kann man bei 30 Grad waschen. So, ich wasche aber meine Socken bei 40 und da passiert nichts. Ui, 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 ui. So, ich fürchte, ich muss jetzt eine Pause machen und später weiter aufnehmen, weil ich jetzt arbeiten muss. Ich habe dann noch weitergesprochen, dass ich mich am gleichen Tag noch melden werde. Das habe ich aber gelassen, das würde das Video sprengen. Also blende ich jetzt noch meine fertigen Projekte in Action und melde mich danach wieder. Vor ein paar Tagen habe ich also den Maxim-Sweater von Paula Strickt, auch Susanne Müller, fertig gestrickt. Wie ihr seht, ist komplett fertig. Alle Fäden sind vernäht, die ich vernähen wollte. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich an einer Stelle ja so eine kleine Verbindung zwischen zwei Knäulen noch nicht vernäht habe. Die werde ich dann noch nachziehen. Und ja, ich dachte, ich probiere mal eine andere Art, fertiggestellte Strickstücke zu zeigen, indem ich sie halt einfach vorführe und an mir zeige, wo ich was gemacht habe. Wie man unschwer erkennen kann, ist das ein Pullover, der muss ich irgendwas über die Anleitung sagen? Die Anleitung ist gut geschrieben, ist sehr, sehr ausführlich, insbesondere hier die obere Partie, also wie man anschlägt, wie man die Schultern bildet, wie man hier vorne verbindet und so weiter. Das ist sehr, sehr ausführlich beschrieben. Ist im Prinzip sehr gut beschrieben, so dass man, also für mich war das etwas langsam, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 6 Seiten gestrickt und bin aber gerade mal 2 Zentimeter weiter. Aber das war im Nachhinein, war das sehr sinnvoll, weil man wirklich Schritt für Schritt alles abhaken konnte, weil die Konstruktion, wenn man sie noch nie gestrickt hat, nicht ohne ist. Und zwar bei der Konstruktion, man schlägt hinten an, also hier diese obere, quasi diese obere Linie, nur den Nacken. Und dann nach und nach strickt man hin und zurück und ja, nimmt immer mehr zu und bildet dadurch die Schulternaht. Sie sitzt ein bisschen hinten am Rücken, wie man sehen kann. Ich drehe mich mal um, ich kann es jetzt nicht sehen. Ich hoffe, es wird alles angezeigt. Und man macht das natürlich in beide Richtungen, strickt sozusagen schräg nach unten. Wenn man bis hierhin gestrickt hat, strickt man in diese Richtung nach unten und bildet quasi die Ärmelnaht. Auch hinten noch, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, bis hierhin, das sieht man da irgendwas, dass da irgendwas anders, also noch quasi von oben nach unten läuft. Ich glaube, bis hierhin strickte man hin und zurück. Dann schlägt man an den Schultern Maschen an und strickt nach vorne. Zuerst eine Schulter, also eine Vorderteil und dann den anderen Vorderteil. Irgendwann fängt man mit Zunahmen, also ziemlich schnell sogar, fängt man mit Zunahmen für den Halsausschnitt an und dann verbindet man die beiden Vorderstücke miteinander. Die strickt man ja genau erstmal schon an dem Rücken. Man verbindet sie dann irgendwann und strickt hier an den Schultern quasi auch hier weiter runter und irgendwann weiß ich gar nicht mehr genau, wie man das macht.
Ich glaube, man verbindet vorn und hinten, genau. Ab dieser irgendwann verbindet man den Vorder- und Hinter-, den Vorderteil und den Rückenteil und strickt in Runden. Und zwar einfach ganz normal mit weiteren Zunahmen, mit sowas wie Raglan-Zunahmen für die Ärmel und den Vorderteil und Rückenteil. Und dann ja, teilt man die Ärmel ab und strickt gerade nach unten, bis man dann irgendwann das Bündchen macht. Und dann strickt man die Ärmel an. Die Ärmel werden komplett gerade gestrickt. Ja, also man sieht auch eigentlich ziemlich gut, dass sie gerade sind, ohne Zu- oder Abnahmen. Und dann macht man das Bündchen. Genauso ein Bündchen macht man auch am Körper hier. Das ist entweder Halbpatent müsste es sein eigentlich, weil man jede zweite Runde etwas macht. Ja, und also ich muss ehrlich zugeben, diese Patent- oder Halbpatent-Partien, also der Stehkragen, die Bündchen am Körper und an den Ärmeln, die haben mir am meisten Zeit gekostet. Ich habe mit der Nadel, das meiste habe ich mit der Nadel 5 mm gestrickt und die Bündchen und den Halsbündchen. Das Halsbündchen habe ich mit, ich glaube, mit 3,5 gestrickt. Ja, also da ist wirklich, das hat wirklich lange gedauert bei mir, weil, naja, man muss ja irgendwie, man strickt ja quasi nicht diese Länge, sondern man strickt die doppelte Länge fast, weil die Maschen sich ja so zusammensetzen. Das ergibt so einen schönen optischen Effekt, ja, dass die Maschen so gedrungen sind, irgendwie so ineinander geschoben so ein bisschen. Das entsteht natürlich dadurch, dass wir ja diese Umschläge machen und dann halt in der nächsten Runde einfach alles rechts, links stricken und dann werden die Maschen so zusammengeschoben in die Höhe. So, was könnte ich noch dazu sagen? Ich bin sehr zufrieden damit, wie der Pullover sitzt. Er ist einfach schön locker. Ich habe ihn nicht lang gemacht. Ich glaube, er ist in der Anleitung etwas kürzer, aber ich bin sehr zufrieden mit der Länge. Ja, auch damit, wie er oben sitzt. Er sollte für mich so locker sein und ja, gibt mir halt wirklich viel Bewegungsfreiheit. was noch? Ich habe mit Knitting for Olive Heavy Merino gestrickt in Brown Nougat. Das ist Brown Nougat. Das Strickbild ist sehr schön, finde ich. Ja, vielleicht sieht man das so besser. Das ist Non-Superwash Merino-Wolle. Sie ist also etwas ja, wollig, das Gefühl, im Vergleich zu normaler Superwash Merino. Also nicht so geglättet. Und genau das mag ich auch. Ich liebe diese Wolle über alles. Das ist jetzt das erste Strickstück, das ich für mich daraus gestrickt habe. Und ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Ist ziemlich warm. Also so Merino warm, wie dicke Merino halt so warm sein kann, wenn sie nicht Superwash behandelt ist. Und diese hellen Streifen, die habe ich aus Derrerum Natura Ulisse gestrickt in Farbe Quarz. Soweit ich mich erinnern kann, das ist so ein dreckiges Rosa. Das sind, also man sieht, dass da so die rosa, diese rosane Farbe dadurch erreicht wurde, dass ich glaube, weiß-rosa gefärbt und schwarz oder dunkelbraune Fasern mit dabei sind. Jedenfalls sieht man zwischendurch mal, dass da so dunkle Fasern dabei sind. Aber ich finde das schön, weil das natürlich aussieht und dadurch gewinnt das Garn auch eine besondere Tiefe. Ja, man kann, also man sieht, die Ärmel sind mir relativ lang. Das war aber Absicht. Ich wollte sie genauso haben, damit sie halt auch schön wärmen. Wenn ich den Pullover zu Hause trage, was ich seit heute tue, wenn mir, also ich sitze ja viel beim Arbeiten und muss, ja und friere, muss nicht, aber friere, dann kann man die Ärmel so umschlagen. Dadurch, dass das Bündchen sehr schwer ist, ja, liegt er dann halt gut an. Und ja, man kann dann halt auch andere Sachen machen, wo die Ärmel nicht stören. Zum Beispiel Kaffee machen und Wasser einfüllen in die Kanne und so weiter. Ja, sehr zufrieden. Das ist mein fertiges Strickstück. Ich habe mein Pullover mit einem komplizierten norwegischen Namen Langemar Melumtrøya von Anne Thunem, auch Dropple Design, fertiggestellt.
Man sieht, das ist eine sehr einfache Raglan-Konstruktion. Genau, und dieses Projekt war für mich in mehrfacher Hinsicht ein Experiment. Ich wollte schauen, wie ein ja, hochgelobtes, einfaches Strickstück mit der Raglan-Konstruktion an mir sitzt und wollte eine Art Holzfäller-Pullover haben aus einem relativ groben Garn. Ich wollte also das Garn ausprobieren, ob das dafür geeignet ist, ja, so diese Art von Pullover zu stricken und so zu tragen, wie ich es tragen wollte. Ich möchte das nämlich auch schon mal beim Fahrradfahren tragen können. Das ist relativ dünn, aber also das sind 300 Meter auf 100 Gramm. Das ist Pure von Madame Benoit. Und das ist ungefärbt. Und ich habe mir vorgestellt, dass dieses, ich glaube, das ist deutsche Merino oder so, also auf jeden Fall relativ rustikales Garn, aber sehr angenehm, also wollig an der Haut, wenn man nicht kratzempfindlich ist. Wenn man ein bisschen kratzempfindlich ist, wird dieses Garn auch gut gehen, glaube ich. Jedenfalls möchte ich damit auch schon mal Fahrrad fahren oder zumindest draußen rumlaufen, wenn es ein bisschen kühl ist. Sagen wir mal plus 12, 13, 15 Grad, eher plus 15 vielleicht. Das ist eins der Experimente gewesen auch. Und die Anleitung gibt es nur in Norwegisch. Ich habe sie also, bin ja Übersetzerin, habe also im Rahmen eines Experiments aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt für mich und nachgestrickt und dabei quasi überprüft, ob das gut funktioniert, ob ich alles verstehe und ob ich alles richtig habe, ob alles schlüssig ist. Und es war alles schlüssig, also das Experiment mit dem Übersetzen aus dem Norwegischen von Strickanleitungen hat gut funktioniert. Das Nachstricken hat auch gut funktioniert und man sieht, der Pullover sitzt ganz gut, finde ich. Also ich finde, hier ist ein ganz bisschen zu viel Stoff, aber das ist halt, das habe ich erwartet. Die normale Raglan-Konstruktion, die gibt halt hier etwas zu viel Stoff. Aber das ist okay. Das ist dann halt, also wenn man so steht, ist dieser zu viel Stoff oder dieses zu viel an Stoff überhaupt kein Problem. Ja, den Pullover strickt man von oben nach unten. Man schlägt an mit einer dünneren Nadel. Ich glaube, das war die Dreiernadel. Und den Rest habe ich mit der Vierernadel, meine ich, gestrickt, also mit 4 mm. Und hier an den Handgelenken habe ich auch mit der Dreiernadel gestrickt. Und ich habe das extra, die Ärmel habe ich extra etwas länger gestrickt, damit, wenn ich friere, ich die Ärmel halt länger ziehen kann und nicht irgendwie fingerlose Handschuhe noch tragen muss. Das war die Idee und das ist ja auch so geworden. Ich habe dafür 300 Gramm gebraucht von diesem Garn. Ich habe zuerst gedacht, der Pullover ist ein bisschen zu kurz geworden, aber eigentlich finde ich den gut so. Ja, ich trage ihn in so einem langen Baumwollhemd mit Leggings und halt der Pullover drüber. Er ist für zu Hause recht warm, wenn man sich bewegt. Beim Arbeiten wird er aber nicht zu warm sein. Was kann ich noch dazu sagen? Die Ärmel werden, also es gibt Abnahmen an den Ärmeln, ja, man fängt halt etwas so an, wie man die Maschen übrig gelassen hat. Ich merke gerade, man merkt noch die Grenze. Ich habe mit einer, also bis hierhin mit einer langen Rundstricknadel gestrickt und ab hier mit einer kurzen Rundstricknadel gestrickt und merke erst jetzt im Bild, man sieht so ein bisschen die Grenze, aber ich denke, das trägt sie aus. Ja, also hier sieht man die Grenze weniger. Ich denke, das wird sich mit der Zeit ja, ausgleichen so ein bisschen an der Grenze. Man macht Abnahmen. Ja, und das hier ist halt relativ, also eng, aber angenehm eng, wenn man das halt so macht. Und ja, ich wollte zuerst, als ich gedacht habe, dass der Pullover zu kurz wird, ihn mit anderen, mit Ministrängen, die ich im Rahmen eines Adventskalenders bekommen habe, so ein bisschen länger machen. Habe das auch gemacht, fertig gestrickt, auch gewaschen und dann fand ich den zu lang und ich fand, dass das nicht passt. Also man sieht noch auf Ravelry die Bilder mit diesen Streifen. Ich fand sie dann am Ende nicht mehr schön, also habe ich die Streifen geribbelt, den Rest, den ich noch hatte, dazu gestrickt und einfach nur ohne Bündchen, ohne zu einer dünneren Nadel zu wechseln, abgekettet. Ja, einfach mit rechten Maschen abgekettet. Man sieht, das Gestrick ist
Ja, man sieht, erkennt am Gestrick, glaube ich, dass das Garn relativ rustikal ist, aber wie gesagt, für mich nicht kratzig, sehr natürlich. Also mir ist gerade warm da drin, aber ich habe keinerlei irgendwie, also ich schwitze jetzt nicht oder es ist kein unangenehmes Gefühl dadurch. Ja, das war mein Langemar Milum Troja oder so. Ich weiß auch nicht, wie man es betont. Und von Anne Thunen, Droplet Design. Ich bin zufrieden mit meinem Experiment. So, hier sehen wir mein Sweater Number 9 oder 9 von My Favorite Things Knitwear. Ich habe ihn jetzt fertig, wie man es sehen kann. Ich gehe noch mal rum. Hier vielleicht noch so ein bisschen näher. Wie immer, nee, ich erzähle mal systematisch. Ja, wie man sieht, das ist eine einfache Raglan-Konstruktion. Die Raglan-Linien bestehen aus 6 Maschen. Zweimal links, zweimal rechts, zweimal links. Und so geht das auch am Rücken. Der Pullover wird von oben nach unten gestrickt. Man fängt mit dem Stehkragen an und ja, strickt halt einfach runter und dann nimmt man überall zu. Also an den Raglan-Linien nimmt man zu. Es gibt keine verkürzten Reihen am Rücken. Und man sieht das auch nicht entsprechend. Die Ärmel werden mit Abnahmen gestrickt. Ich habe sie relativ lang gemacht. Ich habe ein bisschen übertrieben, also so lang sind sie. Aber okay, im Winter habe ich dann entsprechend sehr warme, lange Ärmel. Der Körper wird gerade gestrickt, oder zumindest habe ich den Körper gerade gestrickt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Rücken ist ein bisschen zu lang, obwohl natürlich keine verkürzten Reihen da sind. Ich habe jetzt bei einem weiteren Strickstück hier mit verkürzten Reihen gearbeitet, im Busenbereich, um hier das Strickstück etwas länger zu machen, aber bei diesem habe ich es noch nicht gemacht. Ja, und der Körper endet mit einem Bündchen. Das Bündchen besteht aus zwei rechts, eine links, zwei rechts, eine links. Auch hier sind die Bündchen gleich. Die sind jetzt nach außen gedreht, deswegen entsprechend eine rechts, zwei links. Ich habe also doppelt gehalten, nee, wie heißt das? Ich habe hier zwei Fäden durchgängig doppelt gehalten oder zusammengehalten. Einmal ein Faden von Heavy Merino von Knitting for Olive und ein Faden von Kid Silk Lace von Ushi Titan. Das ist, glaube ich, eine. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich jetzt hoch und runter gelaufen bin, wieder um das vorzubereiten. Jedenfalls, Uschi Tita ist eine niederländische Handfärberin, soweit ich mich erinnern kann. Das Seidenmohair ist handgefärbt entsprechend und das sind diese Übergänge. Der Faden von Knitting for Olive ist einfach nur weiß. Alle Bezeichnungen für Fäden, für Farben und Färbungen habe ich in meinem Ravelry-Projekt gespeichert. Könnt ihr nachgucken. Ja, der Pullover ist einfach nur als so ein Alltagspullover gedacht für kalte Jahreszeiten. Er ist jetzt ein bisschen zu warm, zumindest von zu Hause. Ich werde den also gleich gegen einen dünneren Pullover austauschen. Aber ja, er ist fertig und er ist Teil meines Frühjahrsputz Karls 2024. Ich bin sehr zufrieden, dass ich ihn endlich fertiggestellt habe. Ich habe nämlich länger als ein Jahr dafür gebraucht. Ich habe im September 22 angefangen und ja, jetzt bin ich fertig. Irgendwann vor ein paar Tagen bin ich fertig geworden. Also, was die Anleitung angeht, sie war einfach. Gut, das ist auch eine einfache Konstruktion. Naja, irgendwo hier war, habe ich verstanden oder habe ich den Pullover anprobiert und dachte, irgendwie sammelt sich das Ganze hier vorne, weil hinten keine verkürzten Reihen sind. Wie man sieht, tut es das nicht mehr. Ja, dadurch, dass ich mit richtig dicken Nadeln gestrickt habe, ich glaube, ich habe mit 7 oder mit 6,5 gestrickt. Leider stehen beide Nadelstärken in meinem Ravelry-Projekt, sodass ich nicht weiß,
mit welcher Nadel ich denn jetzt gestrickt habe. Ich glaube eher mit 6,5. Und trotzdem, also der Strickstoff ist relativ lose, aber durch Seidenmohair und die helle Farbe nicht wirklich durchlässig oder durchsichtig. Also mir ist richtig warm gerade und die beiden Fäden passen gut zusammen. So. Jetzt habe ich es geschafft, das Video zu bearbeiten. Aus ganz, ganz vielen Stücken zusammengezimmert. Ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem genossen und ich wollte nicht verschwinden sozusagen aus diesem Video, ohne mich zu verabschieden. Deswegen nehme ich jetzt zwischen Tür und Angel noch diese ganz kurze Sequenz, um zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich werde jetzt hoffentlich das Video endlich beenden, speichern und hochladen und hoffe, dass ihr noch dieses Wochenende, es ist mittlerweile der 2. März, das Video auch sehen könnt. Alle. Alle, die wollen natürlich. Ja, und ich begebe mich gleich noch auf meine Haushalts- oder zu meinen Haushaltsverpflichtungen und hoffe, diesen Tag unbeschadet zu überstehen, nachdem die Woche schon nicht ohne gewesen ist. Also, frohes Stricken, ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Es gibt schon einige aufgenommene Sequenzen für die nächsten Videos, die ich dann wieder zusammen schneiden muss, um daraus irgendwie ein zusammenhängendes Video zu machen. Ich glaube, das lasse ich demnächst, dass ich Videos aus mehreren, also ja, nicht am Stück aufnehme oder mehr oder weniger nicht an gleichen 2 Tagen, weil das in der Bearbeitung nach wie vor bei mir wirklich eine Katastrophe ist. Ja, also ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss.
heute mal ein bisschen auf mich, so dass man sieht, dass ich hier tatsächlich so rumlaufe und dass ich noch nicht mal geschützt habe. Thank you.